liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Das war ein bisschen blöd von mir. Ocarina of Time von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir den Teufelsturm betreten. Muss sagen, wie sie Ventatoren hier angeht, damit sie mich hier rübertragen können. So, haben wir den Teufelsturm betreten, den letzten Dungeon von Ganondorf. So, und sind nun gerade dabei, das Rätsel zu lösen, wie wir denn, wie wir es denn schaffen können, die verschiedensten Siegel zu brechen, welche dafür sorgen, dass der Teufelsturm von einer finsteren Magie, umgeben ist. Anscheinend müssen wir dafür erstmal verschiedenste Rätsel lösen, die mit den Dungeons unter anderem zu tun haben werden. Vermute ich mal. Das hat jetzt was gemacht? Ah, verstehe. Sehr schön. Vorsichtig. So, dann möchte ich gerne mal. Na gut, so wird da ja nichts. Vielleicht mal kurz die Gleitstiefel ausgerüstet und dann wieder zurückgehen. Hoffentlich funktioniert das so. Wäre schon ein bisschen cool, wenn es gehen würde. Behaupte ich es einfach mal. Uiuiuiui. So geht es natürlich auch. Gut, dann kommt die Glatschiefel wieder weg. Ah, Mann. So. So ist gut. So ist gut. Ich hasse die Glatschiefel so ein bisschen. So. Und so. Und darauf bitte. Dann warten, bis der Ventilator da aus ist. So. Ah! Mist, der war noch nicht ganz aus! Och Mann! Und schon wieder. Okay. Ah! Verdammt! Geh bald die Herzen aus. Gut. Ah! Mann! Willst du vielleicht ich brauche eine Fee dafür? Meine Fresse. Gut. Sehr schön. Los, rauf da. So. Volltreffer! Na gut, wenn es anvisiert ist, ist es auch nicht besonders schwer. Ja, Mann. Der erste Raum hier von Ganondorfs Turm, oder das erste Siegel, und schon habe ich meine Probleme. Aber auch nur, weil ich mich echt teilweise anstelle wie der letzte Vollidiot. So. Daher brauche ich auf jeden Fall eine Herzkiste, ansonsten könnte das ein bisschen doof ausgehen. So, dann warte ich mal, bis der Ventilator komplett aus ist. Ja, komm, geh schon aus. Ausgehen! So. Gut! So, und jetzt wieder rüber und dann werde ich auch noch angerufen. Meine Fresse! Meine Fresse, kann doch nicht sein. Ey. Das sind auch, das sind langsam Züge an, das ist nicht mehr feierlich. So, okay. Sieht komisch aus. Keine Bombe! Nö, keine Bombe. Vermutung, vielleicht soll ich da mit einem Zauberfall reinballern. So, dann wollen wir mal. So, einmal Lichtpfeil ausgerüstet. Ja, komm. Meine Güte. So, erstmal gucken, was hier drin ist. Magie. Das spricht für meine Theorie. Und ein Herz, das ist gut. So, Skulptura. Wäre ein bisschen übel, wenn die noch auf goldene Skulptura wären. So. Jupp, ich muss mit Zauber, mit Fallen des Lichts draufballern. Krieg ich den Fall wieder? Das sieht schon böse aus, ey, ohne Scheiß. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Lorne. Okay. Okay. Ja, ich übe mir gerne bei allen, aber ich darf nicht. Gut. Schön. Ja. Oh. Okay, gut. Und damit verschwindet dann das Schild des Waldes sozusagen. Und das erste der 7 Siegel ist gebrochen. Ist cool. So, da unten haben wir das Wassersiegel. Ich glaube, das war mein ganz letztes. Oder?
Na, werden wir sehen. Erstmal gucken, was hier unten ist. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Wie immer, mal wieder. Vielleicht ist da halt noch so ein Teil. Was soll ich bei den Dingern da machen? Was wollt ihr da von mir? Ich verstehe es einfach nicht. Beim besten Willen nicht, sorry. Ist doch egal. Ich werde nun den Tempel. Na komm, scheiß drauf, ich mache jetzt den Wassertempel. Ich werde auch jetzt die Aufnahme hier. Diese Aufnahmesession wird auch jetzt die letzte sein. Das heißt also, ich werde das Spiel jetzt beenden, liebe Leute. Also, ihr könnt gerne weiter Tipps schreiben, aber ich werde sie nicht mehr umsetzen. Ich bringe jetzt den Tempel hier. Ich bringe das zum. Ich mache den all den jetzt ein. Scheiße. Ende. Verdammt. Ich brauche hier wahrscheinlich. Hier brauche ich die Feen. Die Flaschen. Oh, schade. Na gut, wahrscheinlich kann ich. Ah. Okay. So, lassen wir die Fee raus. Danke! Würde ich auch noch mal eine Magie auffüllen, wäre noch besser. So, ich werde gleich noch mal mit normalen Pfeilen versuchen. Zack! Blaues Feuer! Na komm. Ja, wir wissen's. So, wie ist der Boden auch eingefroren? Wuhu! Daneben! Oh, haha, das hält mich eigentlich voll erwischt. Ey! Schweinerei! 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 Schweine riecht es! So. Hm. Kommen wir verdammt wieder einsam runter. Wo ist der Gegner? Zeig dich! Zeig dich, du Schuscha! Da! So. Ah, Falle, sehr schön, danke! So, öffnen und wahrscheinlich doch eine Falle! Nee, doch nicht! Das dritte Herz, das ich vorhin verloren habe. What the fu? So. Flock. Der Gang ist schon mal offen, nur. Die Tür nicht. Was soll ich denn dafür jetzt machen? Vielleicht alle Eiszapfen vernichten? Ist ein bisschen komisch, aber. Wuhu! Das war knapp. Wow! Langsam reicht's aber mal, Leute! Autsch! Was? Oh. Das ist doch einer von den Viechern. Von den Viechern. Ah, dieser muss sich an die Viecher machen, damit die Tür aufgeht. Ah, verstehe. So, nehmen wir sicherheitshalber noch was von der blauen Flamme mit. Vielleicht brauche ich sie ja noch einmal. So, ja. Blaues Feuer. Gäbe ich schon. Alter Hut. Nichts Neues! Okay, wenigstens ist hier kein rutschiger Boden. So, und, was? Auf Zeit? Das ist bescheuert, ey. Soll es auf Zeit, das Rätsel lösen? Oh, Mann. Was muss ich überhaupt hier machen? Och, nö. Ja, nee, ist klar. Ihr seid doch bescheuert, ey. Kann ich neue Blöcke haben? Kann ich neue Blöcke haben? Bitte? Ah, scheiße. Oh, der Fee. Ah, scheiß auch drauf. Die blaue Farbe bräuchte ich ja wirklich nochmal, denn da oben, ne? Da muss ich hin wahrscheinlich. So, nochmal von vorne. Boah, ich hoffe, dass die Tür offen bleibt, hier ohne Scheiß. Gut, bleibt offen. Blöcke wieder in Anfangsposition. Blöcke wieder in Anfangsposition. Okay. Dann will ich mal gucken. Schmeiße ich erstmal einen von. Mach ich erstmal einen von denen. Und dann einen von denen da. So, das Ding ist dicht. Aha, ich verstehe schon. Ah, das war so, glaube ich. Das war so, glaube ich, sogar eine gute Idee. Ja, da, 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 da. So, und da ist. Da ist wunderbar. So. Und da ist wunderbar. Wunderbar! So, und ey, komm, los, 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 los! Das Viertelherz da. Lohnt sich nicht. Hinauf. Und ruf da. Und
Einmal leer machen, bitte. Plopp. Sehr schön. Haben wir das auch das zweite Siegel gelöst. Sobald ich auf den Schalter getreten bin. Das war relativ einfach. Auch wenn der Schalter verrostet ist. Der ist ein bisschen rostig. So. So, hau da mal kurz mit dem Hammer drauf. So. Und die Tür bleibt auf. Na gut, okay. Ich frage mich, was passiert, wenn der Counter weg ist. Oder vielleicht ist es einfach so kalt für mich, weil ich gerade die Corona-Rüstung trage. Das ist ja... Nee. Das ist ja ein bisschen doof. So, und... Nochmal eine Flasche Magie. Ja, und nochmal Flasche Herz. Klar. Nee. So, und noch einmal ein feines Licht. Plopp. Und damit haben wir auch das Ruto-Siegel gelöst. Das Wassersiegel. Da war gerade nur ihr Kopf. Creepy. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Oh, ekelhaft. Da war gerade wieder nur Kopf. Du bist gruselig. Und nicht einmal ein halber Fisch bist. Was bist du eigentlich? Ein Fischmensch oder ein Menschfisch? Ohne Witz. Ist eine gut gemeinte und ernst gemeinte Frage. So, mit der Macht der Teleportation befinden wir uns hier nochmal hier. Und damit bricht nun auch das Wassersiegel. Sehr schön. So, zwei sind zwei hin, fünf bleiben noch. Davon ist das nächste nun das Schattensiegel. Ja. Schattensiegel. So. Wahrscheinlich eins der... What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Ist ihr ernsthaft? Ja. Natürlich brauchen wir das Geistensiegel auch das Auge der Wahrheit, ne? Ist irgendwie naheliegend. Oder auch nicht. Leute, ernsthaft, was soll ich machen? So. Versuche mal den Raubstamm zu töten. Hat sogar gut funktioniert. Ja. Wow, das ist ein großer Edelstein, den möchte ich gerne haben. Der ist echt groß. So, jetzt aber. Verdammt, das war ein Deck. Das ist ein rosaner Edelstein. Ich glaube, keine Ahnung, wie viel der wert ist. Verdammt, daneben. Okay, will ich mich aber ernsthaft jetzt... Okay, ein Hedge braucht das sogar. Und... zu spät. Und jetzt da. Jo, cool. Okay. Schade. Und jetzt. Jetzt da. Daneben wieder. Wieder daneben. Und jetzt. Ah, jetzt aber. Nee. Verdammt, was soll ich hier machen? Na, liebe Leute, das versuche ich im nächsten Mal rauszufinden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wie das nächste Mal, wenn ihr es wollt, macht es gut.